Ja, kurzes Vorwort. Das hier ist der Re-Upload meines Prozessberichtsvideos. Warum ist es ein Re-Upload? Ich erhielt am Freitag, an meinem freien Tag, diesmal wohlgemerkt, als ich auf dem Weg zum Kindergarten war, einen Anruf aus Köln. Ich hatte das Bürotelefon direkt auf mich umgeleitet, weil es dann einfacher ist. Und da war jemand dran, eine Mitarbeiterin aus einer Kölner Anwaltskanzlei, mit der ich mich sehr freundlich unterhalten habe. Das ist tatsächlich so. Also war ein sehr freundliches Gespräch. Es war nicht die Kanzlei von Solmecke übrigens. Und da kam die Bitte auf, dass doch zwei Aussagen in meinem Video nicht ganz stimmen würden oder dass man sich darüber wunderte oder was auch immer. Und ich habe dann zugesagt, ich nehme das erstmal offline und kümmere mich dann am Montag um, nehme das raus, passe das an etc. Das mache ich jetzt hiermit und stelle das Video danach wieder online. Und ich weiß gar nicht, was ich mit der bisherigen Fassung mache. Die kann ich natürlich so dann nicht wieder hochstellen, sondern ich werde es wahrscheinlich rausschneiden. Ich möchte gerne, dass die Kommentare da erhalten bleiben. Von daher schneide ich das da raus und stelle das dann vielleicht auch wieder online. Also in dieser Fassung passe ich ein, zwei Passagen an. Ja? Und eine Passage passe ich tatsächlich an, weil ich da wohl etwas gesagt habe. Ich habe zwar gesagt, ich habe das so gehört und ich bin mir nicht sicher, aber der Kollege Müller-Römer war terminsbedingt abwesend. So muss man es richtig sagen. Also er konnte nicht zu dem Termin kommen wegen anderweitiger beruflicher Belange. Ja? Und ich finde das eigentlich auch gut, dass man da anruft. Ja, das meine ich auch ganz ehrlich. Man muss nicht immer irgendwie mit juristischen Keulen irgendwie knüppeln. Da kann man auch mal einen schnellen Anruf machen und kann sagen, hier, pass auf, so und so. Ja? Und dann ist das auch in Ordnung. So macht man das unter Kollegen, finde ich. Und das ist auch gut so. Ja, und die zweite Sache, da werde ich im Bereich meines Videos drauf eingehen. Da bin ich nämlich der Meinung, dass ich das stehen lasse. Ich sage es aber auch nochmal vorneweg, was eigentlich Sache war. Es ist so gewesen, dass während ich mein Video schnitt, ich eine Information erhielt, dass, ich habe in meinem Video, glaube ich, gesagt, die Entscheidung ist da. Damit ist gemeint, es ist klar, wie es ausgeht. Der Tenor war klar, er war fernmündlich übermittelt worden zur Erläuterung. Das Ganze funktioniert so, man kann am Tag der Verkündung, also Verkündung war ja hier schon am Prozesstag, am Ende des Sitzungstages, so haben die das festgelegt, wird dann eine Entscheidung verkündet. Das heißt, du kannst da am nächsten Tag anrufen und kannst fragen, hier, wie sieht denn die Entscheidung aus? Und dann kriegst du in aller Regel den Tenor übermittelt. Ja, also das grundsätzliche Ergebnis, Antrag zurückgewiesen und so weiter, sinngemäß. Und das schriftliche Urteil ist natürlich in diesem Zeitpunkt noch nicht da. Ja, das wird dann erst geschrieben. Also soweit zur Klarstellung. Ja, also das war das und das ist auch der Grund für meinen Re-Upload, so ist das gewesen. Mir ist übrigens in dem Zusammenhang aufgefallen, dass auch am Freitag im Video des Kollegen Solmecke eine Passage verschwunden ist. Das war sogar ein bisschen länger, soweit ich das gesehen habe. Da ging es auch um Aussagen, die er getätigt hat, zum Prozess und die sind mittlerweile nicht mehr da. Ja, also keine Ahnung, was da passiert ist, ob er es einfach so rausgeschnitten hat oder vielleicht aus anderen Gründen. Keine Ahnung, ist auch nicht meine Sache. Ja, also Dinge sind auf jeden Fall verschwunden und sie verschwinden auch hier. Bei mir verschwindet aber nicht viel. Ja? Und jetzt geht's los mit dem Prozessberichtsvideo. Oh, geht schon los. Ja, heute ist es soweit, mein Prozessbericht zum Gerichtstermin am Landgericht Braunschweig beziehungsweise vor dem Landgericht Braunschweig, KuchenTV gegen Pierre Scholz, a.k.a. Schoyoka. Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich ganz besonders. Alex Boos ist zurück aus dem schönen Braunschweig. Also ich komme nicht aus Braunschweig, aber ich bin zurück aus Braunschweig und habe gestern teilhaben dürfen am Gerichtstermin Schoyoka bzw. Tim Held gegen Pierre Scholz. So rum, richtiges Rubrum. Tim Held ist vorgegangen gegen Schoyoka im Wege eines Eilverfahrens, einstweilige Verfügung. Es ging nicht um die negative Feststellungsklage, sondern Eilverfahren. Und es ging auch nicht um sonstige Sachen, sondern es ging tatsächlich um eine Abmahnung wegen der Thematik des Tweets von Tim Held, woraufhin Schoyoka dann sinngemäß äußerte, Tim Held würde hier unter anderem rechte Personen unterstützen. Ja, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Tim Held hat einen Tweet gemacht. Es ging um DMCA-Strikes, die Schoyoka da ausführen lässt, wohl über einen ihrer Mods.
Und dem Held hatte daraufhin einen Tweet verfasst, wo er gesagt hat, okay, pass auf, wir prüfen das, wendet euch an mich. Wenn berechtigt gestrikt wurde, eine Sache, wenn nicht berechtigt gestrikt wurde, dann unterstütze ich euch entsprechend, wenn das Aussicht auf Erfolg hat. So sinngemäß hat er das getweetet. Wir hatten auch, glaube ich, ein Video schon dazu gemacht und dann wurde Shoyuka das im Stream mitgeteilt und sie hat ein paar Aussagen zu Tim Held gedroppt. Wir gucken noch mal kurz rein, um das einordnen zu können. Das ist ihr Twitch-Stream vom 7.6. Müsste das gewesen sein. Ich blende das natürlich auch ein. Ja? Und KuchenTV Uncut, die das Video hoffentlich schon geliked haben. Also ich habe Folgendes gepostet. Das hier so, wir sind derzeit am Prüfen, ob Rechte gegen die MCA-Strikes von Shoyuka und ihre Mod vorgehen kann. Ne, hab dann halt gesagt, so unserer Meinung nach ist das ein bisschen Dings, ist zu laut. Ah, ist noch auf plus 8, so. Alle Kosten werden von mir getragen, ihr habt kein Risiko. Ja, und anscheinend... So, das war also die Aussage von Tim Held. Und daraufhin hat dann Shoyuka Folgendes in ihrem Stream gesagt. Nee, ich habe überhaupt keine Angst. Ich mache mir gar keine Sorgen. Ich finde es nur sehr spannend, dass KuchenTV gerade zugibt, dass er SIF, Twitter und Rechtsextreme finanziell bei Gerichtsverfahren unterstützen möchte. Ja, habe ich nicht getan. So, das ist die erste Aussage. Wir suchen mal noch eine weitere. Ich möchte von KuchenTV nie wieder hören, dass er nicht rechts ist und dass er nicht eine rechte Community bügelt, während er jetzt gerade auf Twitter zugegeben hat, dass er Gerichtskosten... Och, Digga, bügeln tue ich eigentlich nur meine Freunde. ...für Rechtsextreme tragen möchte und für SIF Twitter. Und also, what Junge, the fuck, ey. Nein! KuchenTV hat gerade angekündigt, dass er mit seinen Inhalten Rechtsextreme finanzieren möchte und ja, die Gerichtskosten für deren Verfahren gegen mich tragen möchte. Das ist KuchenTV. KuchenTV, der selber sagt, ich bin nicht rechts und ich distanziere mich von Rechten, trägt jetzt sämtliche Kosten für Rechtsextreme, die gegen mich vorgehen. Der Part, wo wir darüber diskutieren, ob KuchenTV rechts ist und ob er eine Pipeline zu Rechtsextremen ist und diese nicht nur für diese Content macht, sondern sie auch noch finanziell trägt und unterstützt, das wäre jetzt abgeschlossen. Das ist übrigens sehr nett, KuchenTV, dass du da selber zugegeben hast. Einer meiner Mods hat in den letzten vor allem 2 Wochen vermehrt über DMCA Rechtsextreme aus SIF-Twitter, aber auch unabhängig davon mit DMCA auf Twitter striken lassen. Das heißt, es sind Personen, bei denen wir die Identitäten teilweise schon vollständig herausgefunden haben, auch wenn sie das nicht wissen. Und bei denen wir wissen, dass sie dem rechtsextremen bis rechtsradikalen Spektrum angehören. So wird schon so passiert sein, auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und die haben als Ziel, mir zu schaden. Einige von ihnen sind unter anderem auch schon damit aufgefallen, dass sie in Telegram-Gruppen unterwegs sind, in denen ich gedoxt wurde, in denen ich Bombendrohungen erfahren habe und man dazu aufgerufen hat, mich zu töten und wo KI-Pornografie gegen mich verbreitet wurde. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben angefangen, auf Social Media gegen diese Accounts vorzugehen und ihre Accounts mit DMCA-Strikes runternehmen zu lassen. Sieht man da nicht die Nummer? Ich weiß gar nicht, wie das bei Telegram ist. Massenweise Inhalte von mir gestohlen und hochgeladen haben, um mir zu schaden. Und mit diesen Inhalten haben sie unter anderem auch KI-Pornografie produziert. Das sind die Accounts, gegen die ich gerade vorgehe. Und KuchenTV hat gerade auf Twitter dazu aufgerufen, dass diese Leute, die unter anderem auch Askaran gedoxt haben und ihm gedroht haben, weil er das macht, alle finanziellen Kosten zu tragen, wenn sie von mir betroffen sind und sie rechtlich und finanziell dabei ja, zu und das ist, unterstützen. Das ist genau dieses Framing. Ja, das sind so im Wesentlichen die Aussagen. Dabei belassen wir es mal. Also ich fasse sinngemäß zusammen. KuchenTV wollte die MCA-Gestrikten hier Unterstützung anbieten, wenn es in Aussicht auf Erfolg hat und so weiter. Und Shoyuka sagt jetzt, wir striken unter anderem Accounts, die wohl rechtsextrem einzuordnen sind. Ja, Leute, die auch mit KI-Pornos und so weiter zu tun haben, habt ihr ja alles gehört. Und sie sagt dann, KuchenTV gibt zu, dass er SIF-Twitter-Leute und Rechtsextreme bei Gerichtsverfahren unterstützen möchte. Ja, so, das ist mal der Kern des Anstoßes gewesen. Also speziell die Aussage, KuchenTV gibt gerade zu, dass er Rechtsextreme bei Gerichtsverfahren unterstützen möchte. Das ist, ja, ich sag mal, schon eine heikle Aussage, wie ich finde. Ich habe diesen Stream damals nachträglich gesehen und es war mir eigentlich klar, dass rechtlich was kommen wird. Aus meiner Sicht sind das Tatsachenbehauptungen, die da kommen und die sind auch entsprechend angegriffen worden und das war Gegenstand des Verfahrens. Also habe ich mir gedacht, okay, das ist juristisch hochinteressant, da fahre ich mal nach Braunschweig und das habe ich gestern gemacht, um 7 Uhr morgen ging es los. Kurzer Einspieler. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Es ist 7.16 Uhr, die Sonne lacht.
und wir fahren in Richtung Braunschweig. Braunschweig, genau. Viel Vergnügen. Ja, ich tauchte dann also in Braunschweig auf, verließ mein beliebtes Mainzer Heimatrevier und besuchte die Stadt von Tim Held und vielen anderen. Ich war noch nie vorher in Braunschweig gewesen und ich muss sagen, ich fand die Stadt, also ich habe jetzt nur diesen Bereich des Gerichts und der Altstadt und das Schloss und sowas gesehen und ich fand das eigentlich sehr nett. Außer, dass der Himmel mal wieder geweint hat, wie so oft, wenn ich Shoyoga-Prozesse besuche. Ich weiß nicht, warum das so ist. Bei Tobias Huch war auch ein fürchterliches Regenwetter und so war es gestern auch. Ich bin gegen 7:30 losgefahren und war etwa 3-3,5 Stunden später im schönen Braunschweig. Sag mal, hast du eigentlich nichts Besseres zu tun, als nach Braunschweig zu fahren? Hast du keine Hobbys? Ja, doch. Ich sammle Sporen, Grünspan und Schimmelpilze. Wer war noch da? Zu dem Zeitpunkt dann keiner. Ja, und nachdem ich dann einen Parkplatz gefunden hatte, endlich, es war gar nicht so leicht, konnte ich mich dann dem Landgericht so langsam nähern. Ja, herzlich willkommen in Braunschweig. Und da traf ich dann auch auf einen alten Bekannten, nämlich Tobias Huch. Und wenig später kam auch noch dazu der Rechtsanwalt von KuchenTV, Dr. Nick Sarafi. Ich hatte mir dann noch ein paar Infos eingeholt zum Stand des Prozesses und so weiter. Das Ganze ist wohl so gewesen, dass man eben diese Aussagen angegriffen hat, aber es waren noch mehrere sinngleiche Aussagen wohl in dem Stream, die man auch abgemahnt hat. Man ist da wohl diesmal separat gegen vorgegangen. Also es war eine relativ umfangreiche Antragsschrift wohl, bestehend aus verschiedenen Punkten, die aber alle so in dieselbe Richtung gehen. Ja, KuchenTV hat zugegeben, dass er Rechtsextreme unterstützt. KuchenTV hat dies, KuchenTV hat das. Also alles in dem Bezug Rechte, KI-Porno, Rohrbomben, von was da eben alles die Rede war. Das haben die alles rausgepickt und haben das eben abgemahnt. Und da keine Unterlassungserklärung abgegeben wurde, ist man eben wieder vor das altbekannte Landgericht in Braunschweig gezogen. Wir erinnern uns, dort war Tim Held ja schon erfolgreich gegen Twitch, ja, und in einer anderen Sache, wenn ich richtig informiert bin, gegen den Rechtsanwalt von Shoyoka. Ja, hatten wir uns aber mit allem befasst, soweit ich weiß. Alles habe ich noch nicht aufgearbeitet, aber manches kommt auch noch, ja. Also, ich nutze dann die Zeit, um einer meiner Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen. Nämlich Selfies schießen, ganz genau. Und das habe ich auch gemacht. Und dann wurde es immer später und später und später. Ich habe dann mitbekommen, dass gegen 12, kurz nach 12, dann plötzlich ein Schriftsatz auch noch einging von der Gegenseite. Ja, also von der Kanzlei Müller-Römer ist der wohl eingegangen und den hat Dr. Sarafi da zugestellt bekommen. Es gibt so ein elektronisches, besonderes elektronisches Anwaltspostfach, heißt das. Also eine digitale Geschichte, wo die Anwälte ihre Post erhalten. Ist im Prinzip wie E-Mail, nur super sicher und so. Und ja, das hatte mich ein bisschen amüsieren lassen. Ich erinnerte mich an einen Prozess, war es Huch gegen Shoyoka, also Shoyoka gegen Huch, wo sich ein Kollege von mir ein bisschen aufregte, dass kurz vor dem Termin noch Schriftsätze hier hin und her gehen. Hierzu mal Wort in eigener Sache. Es war wohl so gewesen, dass Shoyoka bislang noch überhaupt nicht erwidert hatte auf die Antragsschrift. Das war also dann tatsächlich die Antragserwiderung erstmals. Und im einstweiligen Verfügungsverfahren muss man wissen, gibt es da keine Fristen für verspätetes Einreichen oder sowas. Das heißt, es ist völlig okay, wann man es einreicht. Und das galt damals in Frankfurt genauso für Dr. Sarafi, der dort übrigens nur auf einen Schriftsatz des Kollegen nochmal erwidert hatte und das aus dem Gerichtsflur, glaube ich, noch arrangiert hatte. Also, der Kollege Müller-Römer hat relativ knapp da erwidert. Aber, wie gesagt, völlig okay. Schriftsatz, glaube ich, um die 20 Seiten, bin ich jetzt aber nicht sicher, ich habe es ja nicht gesehen, wurde mir nur so erzählt, also nicht sonderlich umfangreich. Es war wohl zu diesem Zeitpunkt auch klar, das kristallisierte sich kurz vor dem Termin dann raus, dass die Gegenseite gar nicht kommen wird. Also Shoyoka war tatsächlich nicht da, deshalb konnte ich da auch kein Foto schießen. Und Rechtsanwalt Müller-Römer, so hörte ich, war nämlich aus beruflichen Gründen nicht in der Lage, dem Termin beizuwohnen. Ja? Und das kann natürlich auch mal passieren, ja, wenn sich Termine überlappen oder sowas, oder du hast zwei oder sonst was. Also ich weiß es nicht genau, was los war. Ist auch egal, jedenfalls ging es aus beruflichen Gründen nicht. Und dann kannst du eben entweder versuchen zu verschieben, was im Eilverfahren manchmal ein bisschen schwierig ist, oder du schickst eben einen Terminsvertreter. Und er hat stattdessen einen Kollegen geschickt, den Rechtsanwalt Bier.
Ich habe nur mal recherchiert, ich glaube, der kommt aus Hamburg sogar. Also ist auch nicht gerade um die Ecke. Ich dachte, es wäre ein Braunschweiger Kollege. Kurz zur rechtlichen Einordnung. Also, wenn man einen Gerichtstermin nicht wahrnehmen kann, dann kannst du entweder versuchen zu verlegen, was im Eilverfahren manchmal ein bisschen schwierig ist, oder du schickst eben einen Terminsvertreter. Das heißt, das ist ein Anwalt, der mit der Sache selbst nichts zu tun ist. Der kriegt dann das Wesentliche geschickt, marschiert zu dem Termin und nimmt für dich quasi in Untervollmacht als Anwalt. Also Shoyokas Anwalt hat den Unterbevollmächtigten beauftragt, der nimmt den dann für sie wahr. Ja, so läuft das ab. Rechtsanwalt Bier war anwesend. Ich habe nicht weiter mit ihm gesprochen, schien mir so ein ganz netter Zeitgenosse zu sein. Ja, interessant war noch, dass ich natürlich mit meinem Anwaltsausweis mit Dr. Nick Sarafi da sofort ins Gerichtsgebäude konnte. Anderen war das nicht vergönnt. Die mussten dann erstmal draußen bleiben. Ja, also zur Erklärung, wenn du kein Rechtsanwalt bist, kannst du nicht einfach ins Gerichtsgebäude marschieren. Ja, in Braunschweig ist das so, da werden dann Sicherheitskontrollen durchgeführt, Taschen untersucht und so weiter. Ja, mit dem Anwaltsausweis bist du da ein bisschen klar im Vorteil, aber es hat ihn halt nicht jeder. Also jeder Anwalt hat ihn schon, aber halt nicht jeder Mensch. Deshalb, der Mensch, den ich da gezeigt hatte, musste erstmal draußen bleiben. Er konnte aber später dann noch auch dazukommen und sich das Ganze anhören. Ja, mittlerweile war es 2:10. Und der Gerichtstermin war für 14 Uhr terminiert tatsächlich. Und ich bin ja immer so, dass ich eigentlich so eine halbe Stunde früher vielleicht da bin. Kannst du dich noch ein bisschen vorbereiten, weißt auf jeden Fall, dass du rechtzeitig da bist, gerade wenn es so anders ist. Ich meine, für KuchenTV ist das natürlich sein Heimatgericht, der wird es nicht sonderlich weit haben. Aber so 10 Minuten vorher kann man, glaube ich, schon mal auftauchen. Und ich glaube, so 6 Minuten vorher war er dann tatsächlich da. Und es war noch jemand da, Twizzy. Den kenne ich auch, kennt man aus dem Umfeld von KuchenTV, macht auch Rap und sowas. Den habe ich da kennengelernt, persönlich ein netter Kerl. Ich zeige euch ein Foto, oder? Ja, hier ist es. Ja, und dann war natürlich meine Chance gekommen und ich konnte auch das tun, weshalb ich eigentlich kam. Ja, und kein Selfie mit dem Anwalt. Das ist auch ein großes Thema. Ah nee, sie war ja gar nicht da. Also das konnte ich dann doch nicht machen. Ja, und dann die Frage aller Fragen. Habe ich ein Selfie mit Tim Held bekommen? Nein. Weil es kein Selfie war, sondern eine dritte Person es geschossen hat. Von daher habe ich dann ein Selfie, beziehungsweise ein Foto, muss man richtigerweise sagen, was jemand gemacht hat, mit Tim Held gemacht. Ja. So, jetzt ist meine Sammlung schon relativ aufgefüllt. Aber bleiben wir beim Juristischen, das ist ja viel interessanter. Also, meine Einschätzung vor dem Prozess war, auch wenn ich die Anträge nicht kannte, die Aussagen, die wir da gesehen haben, und es waren ja noch viele mehr, die in die Richtung gingen, die gingen aus meiner Sicht zu weit. Das muss ich wirklich sagen, weil das jemanden ja in eine Ecke stellt, dass er hier rechtsextreme Rechte, wie auch immer man das nennen will, unterstützt. Und das ist aus meiner Sicht eine Tatsachenbehauptung. Zumindest hat es einen Tatsachenkern. Und das geht nicht. Ja, so zumindest meine juristische Einschätzung. Aber ich wurde möglicherweise eines Besseren belehrt. Der Prozess begann gegen 14 Uhr. Es kam dann erstmal raus, dass wohl noch ein Schriftsatz von Shoyokas Anwalt eingereicht wurde. Den hatte das Gericht aber noch nicht. Also wurde nur ein bisschen gesprochen. Das Gericht rief dann auf der Geschäftsstelle an, sie sollen den Schriftsatz bitte ausdrucken. Das wurde dann gemacht. Der kam dann dazu. Dann wurde ein bisschen über die Aussagen diskutiert. Und danach gab es auch dann eine Unterbrechung, weil das Gericht diesen Schriftsatz erstmals lesen wollte. Denn die kannten den ja auch noch nicht. Und dann kam es für mich relativ überraschend. Irgendwo habe ich gestern einen gesehen, der sagt, ich bin so oft überrascht. Ja, in dem Fall war ich tatsächlich überrascht. Also mal vorneweg, wenn ich ein, zwei Verfügungen oder generell Klagen mache, ja, dann tue ich das immer nur, habe ich schon mal gesagt, wenn ich eine überwiegende Wahrscheinlichkeit sehe, dass ich das Ding auch gewinnen kann. Das hier wäre so eine Sache gewesen, ja, weil die Aussagen schon sehr krass sind. Also ich habe letztens jetzt mal in einer anderen Sache, habe ich einige Aussagen angegriffen. Das sind zwar auch aus meiner Sicht unwahre Tatsachenbehauptungen und so wie es aussieht, wird das auch durchgehen. Aber es waren Aussagen, die jetzt nicht von einer solchen Schwere waren wie das hier, denn das stellt natürlich dem Held schon in ein sehr rechtes Licht. Und das geht über das hinaus, was aus meiner Sicht rechtlich zulässig ist. Aber ich bin ja nicht das Gericht und jeder Richter entscheidet solche Sachen anders. Ja? Also von daher, das wäre eine Sache gewesen, wo ich auf jeden Fall Erfolgsaussichten gesehen hätte und ich war mir eigentlich sehr sicher, dass das in die eine Richtung ausgeht. Ja, jetzt wurde ein bisschen diskutiert und das Gericht hat auf die wesentliche Frage abgestellt, nämlich ist das Ganze hier, das bezog sich auf einen Tweet von KuchenTV und insoweit, wenn sie sich darauf bezieht und sagt, KuchenTV hat das und das zugegeben durch diesen Tweet sinngemäß,
dann ist das ja im Prinzip ein Zitat. Es gibt Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof zu diesen Zitaten. Ja, es bezieht sich aber überwiegend auf Broschüren oder auf Zeitungsartikel oder sowas. Wenn du ein Zitat quasi falsch wiedergibst, wenn du also jemandem eine Äußerung gegenüber tätigst, dass XY das und das gesagt hätte und dieses Zitat stimmt aber nicht und er hat das gar nicht gesagt, dann wird das von der Rechtsprechung als unwahre Tatsachenbehauptung angesehen, egal ob du jetzt was dafür kannst oder nicht. Ja, wenn du sowas fehlerhaft verbreitest, ist das eine unwahre Tatsachenbehauptung und dann besteht ein Unterlassungsanspruch. So, Abgrenzung, Tatsachenbehauptung, Werturteile, habe ich schon 100-mal erklärt, Tatsachenbehauptung, alles was dem Beweis zugänglich ist, wenn diese unwahr sind, dann geht es überhaupt nicht mehr weiter, ja sowas fliegt raus, wenn es rechtsverletzend ist. Also Beispiel, Boos hat beim Essen mit dem und dem das und das besprochen und das Ganze muss auch ein bisschen negativen Charakter haben und dann wäre ein Unterlassungsanspruch gegeben. Ja, muss aber auch eine gewisse Qualität haben. Wenn jetzt jemand sagt, Boos fährt ein schwarzes Auto, ist das auch eine unwahre Tatsachenbehauptung, aber sie ist jetzt sicherlich nicht so, dass sie mich unbedingt in meinen Rechten verletzt. Ja, also das auch noch zur Abgrenzung dazu, aber im Wesentlichen ist es eben so, unwahre Tatsachenbehauptung, hast du sofort einen Unterlassungsanspruch und mehr geht's nicht. Ja, wenn das Ganze aber wertenden Charakter hat, Werturteile, Meinungsäußerungen, dann wird immer geschaut, okay, in der Regel ist das zulässig, ja, Artikel 5 Grundgesetz, unzulässig ist es im Fall von Schmähkritik, also wenn es salopp gesagt so weit geht, bei Formalbeleidigungen, Angriff auf die Menschenwürde, ja, wenn es nur noch um Diffamierung geht und nicht mehr um Auseinandersetzung in der Sache. Hat man uns auch schon mit befasst. Ja? Also aus meiner Sicht waren das hier Aussagen, die dem Bereich der Tatsachenbehauptung größtenteils zuzuordnen sind. Und das Gericht hat jetzt sich genau diese Frage gestellt und hat das offen kommuniziert, nämlich die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist also, ob sie hier in ihrem Stream Tatsachenbehauptungen genannt hat, indem sie hier zitiert, ja, und fehlerhaft zitiert, oder ob es vielleicht anders zu sehen ist, und das hatte mich jetzt sehr überrascht, also ich kann dem Gedankengang schon nachträglich folgen, ich halte ihn aber für falsch, aber Mai, wir stellen ihn mal dar. Das Gericht hat nämlich gesagt, es könnte ja auch so sein, dass sie für sich eine Wertung vornimmt, was KuchenTV hier tatsächlich macht. Und dass der Hintergrund wäre, okay, sie hat Leute DMCA gestrikt und unter diesen Leuten, so zumindest ihre Aussage, sind auch Leute, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, KI-Pornos und so weiter, Rohrbomben, schieß mich tot, hast du nicht gesehen. Und deshalb haben sie die gestrikt. Und wenn KuchenTV jetzt also salopp allen Unterstützung anbietet, dann könnte sie auch die wertende Äußerung treffen, dass er hiermit in Klammern auch Rechte unterstützt. Ja, so war die Argumentation des Gerichts. Das war die Frage, die die in den Raum geworfen haben. Und die Kammer hat durchblicken lassen, also Kammerbesetzung hier, drei Richter anwesend, ja, die Kammer hat durchblicken lassen, dass man vorerst der zweiten Ansicht folgen will oder dass man das für wahrscheinlicher hält. Und das ist natürlich schon eine krasse Sache, muss ich sagen, denn ich kann den Gedankengang zwar nachvollziehen, ja, weil man eben sagt, okay, sie strikt Leute, da sind zwei, drei Rechte, weiß nicht wie viel dabei, KuchenTV bietet Unterstützung an, in Klammern meine Anmerkung, aber nach Prüfung und wo es halt unberechtigt ist, ja, und daraus könnte man dann folgern, okay, wenn KuchenTV also alle unterstützt, dann unterstützt er logischerweise auch die zwei, drei rechten Leute. Ja? Ja, und hierbei ist aber auch eine Sache ganz, ganz wichtig. Das ergibt sich aus dem Tweet von KuchenTV aber gar nicht. Also auch hier hat das Gericht aus meiner Sicht das ein bisschen übergangen, dass in dem Tweet nicht die Rede davon war, ich unterstütze alle Accounts, sondern KuchenTV hat gesagt, wir prüfen das. Ja, ganz, ganz wichtig, das immer bei den folgenden Aussagen im Hinterkopf behalten. Also Gericht hat es aus meiner Sicht nicht genug gewürdigt, dass der Tweet von KuchenTV das eben schon rein praktisch gar nicht hergibt. Also er hat nicht gesagt, ich unterstütze alle. Ja, ganz wichtig. Ich sage es nochmal dazu, mir geht dieser Gedankengang zu weit. Ich halte das auch für rechtlich nicht ganz greifbar, nicht ganz haltbar. Aber das war die Aussage tatsächlich, die das Gericht so getroffen hat. Es folgten dann einige Diskussionen. Speziell Dr. Sarafi hat dann sehr umfangreich nochmal hier mündlich vorgetragen, hat Beispiele dafür gebracht, die ich auch nachvollziehen kann. Also es geht so ein bisschen in die Richtung, ich bringe jetzt mal ein Beispiel von mir. Ja, was weiß ich, wen können wir denn als Beispiel mal rauspicken? Ach, nehmen wir einfach mich. Also nehmen wir an, Boos unterstützt Flüchtlinge. Ja, so, und jetzt sagt jemand, ja, der Boos unterstützt ja Flüchtlinge. Ich habe letztens mal einen Flüchtling gesehen, der war aber auch kriminell, der war Terrorist, ja, ein terroristischer Flüchtling, ein Terrorflüchtling. Und Boos hat ja gesagt, er unterstützt Flüchtlinge, also unterstützt er auch Terroristen, ja. Wenn ich der Argumentation des Gerichts folge,
dann würde das auch zu solchen skurrilen Ergebnissen führen, aus meiner Sicht. Das Gericht ist noch auf einen anderen Punkt draufgehüpft. Die haben nämlich gesagt, ja, für sich genommen, diese Zitate, diese Aussagen, die er da angreift, das geht schon relativ weit. Auf der anderen Seite, wenn man sich den kompletten Stream ansieht, dann versteht man ja irgendwie schon, was sie meint. Nämlich, wir haben Leute DMCA gestrikt, da sind auch Rechte dabei, ich wiederhole mich jetzt. Und wenn Kuchen alle unterstützen will, dann unterstützt er ja auch Rechte. So, also wieder dieser Gedankengang, ja. Der aus meiner Sicht aber eher der Meinungsäußerung zuzuordnen ist. Und so hat es das Gericht dann auch aufgeworfen. Die sind nämlich dann davon ausgegangen, das könnte ja auch eine Meinungsäußerung sein, also ein Werturteil, ja, dass sie eine Wertung vornimmt. Ich lese nochmal das Zitat vor. Ich hatte mir das vorhin hier mitnotiert. KuchenTV gibt gerade zu, dass er SIF, Twitter und Rechtsextreme bei Gerichtsverfahren unterstützen möchte. Ja. Also aus meiner Sicht ist das nicht wertend, ja, das ist dem Beweis zugänglich. Also nicht der Umstand, dass er das will, ja, die Aussage, ob jemand was will oder nicht, das ist natürlich Meinungsäußerung. Aber die Aussage gibt es zu, dass er die unterstützen möchte. Also das Zugeben an sich, das ist etwas, das ist dem Beweis zugänglich. Ja, deshalb meine Meinung eher Tatsachenbehauptung. Gericht hat geschwankt mit deutlicher Tendenz aber zum Thema Meinungsäußerung. Das ist so im Wesentlichen das, um das es hier ging. Es gab dann noch eine skurrile Situation, das Ganze ging ein bisschen hin und her. Dem Kollegen Dr. Sarafi ist dann von dem Unterbevollmächtigten vorgeworfen worden, er hätte hier zu wenig Abstand zum Mandat. So habe ich auch noch nie gehört, also ich höre immer so Aussagen in diesen Prozessen, tatsächlich habe ich vorher noch nie gehört. Sie sind nicht sehr nah dran, hatte der Kollege gesagt. Und ich glaube, ihnen fehlt etwas der Abstand zum Mandat. Also, skurrile Aussage, muss ich sagen. Weiß auch nicht, was das mit der Sache zu tun hat. Ansonsten war der Kollege Bier relativ ruhig. Er musste ja, sag ich mal, um für ihn eine Lanze zu brechen, auch nicht sonderlich viel sagen, denn das Gericht hat ja seine rechtliche Einschätzung schon ein bisschen vorne weggenommen. Ein Urteil ist noch nicht da. Stelle ich mal vorne weg, ja. Ich denke, dass das vielleicht heute im Laufe des Tages kommt oder je nachdem, wann die das geschrieben haben. Die Tendenz war aber schon sehr eindeutig, das muss man sagen. Ja. Ja, da muss ich aber kurz intervenieren, denn während ich das Video schon aufgenommen hatte, unterm Schneiden bin, ist die Entscheidung getroffen worden, wenn auch noch nicht in schriftlicher Form vorhanden. Ich komme später darauf zurück. Es kam, wie ich es befürchtet hatte. Ja, warum war jetzt Shoyoka nicht da? Warum war ihr Anwalt nicht da? Also beim Anwalt hatten wir es gehört. Von daher, das ist der Grund. Warum Shoyoka nicht kam, weiß ich nicht. Geladen war sie sicher nicht. Ja, das heißt, sie muss nicht kommen. Ich bin aber davon ausgegangen, wenn ein Termin stattfindet, wird sie kommen, so wie sie es auch bei Tobias Hoch gemacht hat. Aber auch hierzu ist, manchmal kann das von Vorteil sein, wenn die Partei da ist, wenn es Sachverhalt aufzuklären gibt, manchmal auch nicht. Das Gericht hatte noch ein paar Fragen dann zu der Sache Twitch an sich. Wie ist das gelaufen? Wer kann den Chat sehen? Ja, das war für die wichtig. Können das die Zuschauer sehen? Natürlich können sie den Chat da sehen. Und zweite Frage, die man noch geklärt haben wollte, hat Shoyoka auch diesen Tweet eingeblendet? Das wurde dann verneint. Ja, das hätte natürlich was ändern können, ja, wenn der Tweet gezeigt wird und die Leute sehen, okay, dann sind ihre Aussagen möglicherweise ein bisschen weniger gewichtig, weil die Leute ja dann auch diesen Tweet sehen können und dann sich auch ein eigenes Bild machen können. Das geht natürlich nicht, wenn du es nur, sag ich mal, mündlich rezitierst. Ja, also zurück zum Prozess. Es wurde dann nochmal unterbrochen. Es ging auch kurz nochmal um vergleichsweise Möglichkeiten, aber da ist wirklich nicht groß drüber gesprochen worden. Das Gericht hat weiterhin angedeutet, und das war so eine Aussage, deshalb will ich sie bringen, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat. Das Gericht hat zwei Sätze gesagt, im Wesentlichen ein Satz, der viel war. Naja, sinngemäß von unserer Seite fänden wir es jetzt nicht so schlecht, wenn beide Parteien überhaupt nicht mehr übereinander reden. Ja, das ist so ein Hinweis. Ja, ich habe das so ein bisschen so gedeutet, dass man irgendwie sagt, ich weiß nicht, ihr befasst uns hier so viel, also ich will da keinem Richter was unterstellen oder sowas, aber das ist natürlich eine Aussage, die schon bei mir als Anwalt so ein bisschen zwischen den Zeilen hängen bleibt. Oder nicht nur zwischen den Zeilen, sondern tatsächlich in den Zeilen. Ja, und dann kam noch eine weitere Aussage, als Tim Held selber auch das Wort ergriffen hat und hat gesagt, warum er sich sowas sagen lassen muss und er unterstützt keine Rechten und so und das Gericht gemeint hat, naja, wir gehen davon aus, dass, Zitat, KuchenTV das bestimmt bereits klargestellt hat, wie es wirklich war. Also was sie damit eigentlich ausdrücken wollen ist, naja, du hast das ja sicherlich schon klargestellt und das schwingt so mit, deshalb ist das ja nicht so dramatisch. Ja? Zu dieser Aussage gleich die Anmerkung, das hat rechtlich, ja rechtlich ist das falsch. Ja, also auch wenn KuchenTV das 100-mal klarstellt, ändert das nichts daran, dass er die entsprechenden Rechte hat, hier auf Unterlassung vorzugehen oder sonst was. Ja, das ist also rechtlich keine korrekte Aussage. Punkt.
Auch zu dieser Aussage muss ich sagen, ist für mich eher was, was mich so ein bisschen hellhörig werden ließ, weil ich so den Eindruck hatte, okay, vielleicht, ja, also man kann natürlich nicht sagen, Gericht will nicht, Gericht hält sich immer an Recht und Gesetz, da ist auch nichts gegen einzuwenden, aber es hat so ein bisschen den Beigeschmack, als ob vielleicht ein Gericht sagt, hier, ich weiß nicht, wir befassen uns immer mit diesen Sachen, vielleicht ist das nicht so ganz das Richtige bei uns irgendwie. Also das nur meine Mutmaßung, ich kann in die Richterköpfe nicht reingucken, aber es waren so Sätze, die habe ich jetzt auch nicht so oft gehört bei Gericht. Ja? Aber sei es drum, sind so gefallen. Ansonsten war der Vorsitzende da aus meiner Sicht sehr kompetent und die haben sich auch sehr viel Zeit genommen, haben das Ganze besprochen, auch die anderen Richter, ja, beisitzenden Richter und so weiter, haben immer wieder Fragen gestellt, haben auch rechtlich diskutiert. Gericht hatte weiterhin angedeutet, es geht ja um den Durchschnittsempfänger und da hatten die ein bisschen Zweifel, ob das für einen Durchschnittsrezipienten sich eben wirklich so darstellt, dass sie damit ausdrücken will, Q&TV unterstützt Rechte. Ja. Hierzu kann ich nur meine Meinung sagen, ich hatte diesen Stream ja gesehen und da kannte ich den Tweet nicht von Tim Held und für mich jetzt als Normalo hat sich tatsächlich so angehört, als würde er das tun. Ja, so kam das für mich nach dem Stream rüber. Ich habe den Stream aber auch nicht komplett gesehen, das waren ja viele, viele Stunden. Ich hatte halt diese Aussagen gesehen und für mich hat sich so dargestellt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Gericht hat es anders beurteilt, hat insbesondere auf die Länge des ganzen Streams abgestellt. Das geht aus meiner Sicht ein bisschen weit, weil die Rechtsprechung zu Zitaten ist natürlich schon so, also du darfst keine isolierten Wörter oder Aussagen jetzt aus dem Zusammenhang reißen und die angreifen, das geht nicht. Das ist auch der Grund, warum immer in den Anträgen es meistens ein bisschen länger formuliert ist, dass dann, ich sag mal, das Vorgeplänkel zu sehen ist und dann die Passage, die man tatsächlich angreifen will, die unterschreibt man dann. Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand weg vom Fall sagt, ja, ich war da und da gewesen und da war ich in Schottland und da war dies und jenes und da habe ich den Bus getroffen und der Bus ist ein Arschloch. Und dann wäre, und der Bus ist ein Arschloch, wäre dann unterstrichen. Ja, wie gesagt, hat keiner zu mir gesagt. Also von daher haben die diese Auslegung sehr weit gefasst und waren eben der Meinung, wer den vollständigen Stream sieht, dem ist das dann auch irgendwie klar. Ja, und zu dieser Aussage des Gerichts aber auch eine andere Aussage des Gerichts, dass sie nämlich den Stream gar nicht komplett gesehen haben. Sie haben nämlich gesagt, sie haben sich nur die wesentlichen Passagen angeguckt und sie sagten ausdrücklich, wir haben nicht den kompletten Stream gesehen. Ja, komisch. Ja, also nochmal dieser Gedankengang, ja, Q&TV unterstützt heute die DMCA gestrikt wurden. Wir gehen gegen Leute vor, die rechtsextrem sind oder wir gehen auch gegen Accounts vor, die rechtsextrem sind oder die wir dem rechten Spektrum zuordnen. Ich habe dazu noch nichts gesehen, jetzt keine Belege oder sowas, ob das stimmt oder nicht. Aber das ist eben der Gedankengang, ja, wenn er alle unterstützt und wir gehen wegen welche vor, die rechts sind, dann unterstütze auch die rechts sind. Ja, das ist so der Gedankengang, der dahinter steckt. Für mich wäre dieser Umstand aber tatsächlich wichtig gewesen, stimmt das überhaupt oder stimmt das nicht? Ja, denn wenn ich zu der Überzeugung komme, Meinungsäußerung und sie hat das so und so gemeint und das ist eine Wertung, dann müsste natürlich auch überprüft werden, sind denn Anknüpfungstatsachen, sind Anknüpfungspunkte da, um so eine Meinung zu äußern? Ja, und dann müsste natürlich auch ein Beleg dafür da sein, sind da wirklich rechte Accounts dabei oder nicht. Den habe ich jetzt nicht, habe ich nicht gesehen, vielleicht ist er in den Schriftsätzen, ja, weiß ich nicht. Ja, das waren im Wesentlichen die Sachen. Es gab noch eine Aussage, das habe ich selber leider nur beiläufig mitbekommen, habe es mir dann später bestätigen lassen. Es gab eine Diskussion zwischen Dr. Nick Sarafi und Rechtsanwalt Pier über die Thematik und Q&TV hatte irgendwie was gesagt und der Kollege Bier hatte dann gesagt, ja, nein, halten Sie sich mal raus oder irgendwie so sinngemäß und Q&TV meinte dann, allerdings relativ leise, so hatte ich das, ich habe das nur so beiläufig gehört und er meinte dann, kein Bier vor vier. Ja, ich weiß aber gar nicht, ob der Kollege das so verstanden hat. Ich habe es, wie gesagt, nicht richtig verstanden. Da bin ich mal auf Q&TVs Video gespannt. Ich habe dann hinterher gefragt, was wurde da gesagt, weil da dann auch natürlich ein bisschen Amüsement war und ja, dass er das wohl wirklich so gesagt hat. Auch ein Satz, den ich noch nicht gehört habe im Gericht. Ja, die Verhandlung war vorbei. Rechtsanwalt Bier ging seiner Wege. Und Q&TV war natürlich ein bisschen geknickt. Ja. Was ich auch nachvollziehen kann, ich war jetzt nicht geknickt, aber für mich war es ein bisschen überraschend einfach, diese Rechtsauffassung, weil ich glaube, da kann ich mir beliebig viele Beispiele auslegen, habe ja vorhin schon eins gebracht, ja, mit Bus unterstützt Terroristen oder sowas. Das geht dann schon sehr weit, muss ich sagen. Ja, Q&TV hat schon angekündigt, dass er in Berufung gehen wird. Ja, und jetzt nochmal zu dem, was ich vorhin kurz angekündigt habe. Ich habe es vorhin in einem Q&TV-Stream kurz gehört. Die Entscheidung ist da. Also auch hier die gewollte Klarstellung. Die Entscheidung in Form eines Urteils lag zu diesem Moment noch nicht vor. Aber es war so, dass jemand bei Gericht angerufen hatte und hat die Tenorierung abgefragt. Und da wurde mitgeteilt,
Antrag zurückgewiesen, sinngemäß. Also von daher, so war mein, die Entscheidung ist da zu verstehen. Die Entscheidung war auch da, sie war gefallen. In schriftlicher Form lag sie zum Zeitpunkt des Schnitts meines Videos noch nicht vor. Aber sie ist eben getroffen worden. Und das bleibt hier auch drin. Der Antrag auf Erlass einstweiliger Verfügung wurde abgelehnt. Also entgegen meiner Rechtsauffassung, ich kann es nicht teilen, habe ich schon gesagt, ich halte das auch für kritisch, rein von der Rechtsfolge, wenn man den Maßstab so weit zieht und sagt, das ist keine Tatsachenbehauptung. Aber gut, das Gericht hat es jetzt eben so gemacht. Kuchen.tv wird in Berufung gehen, dann werden wir sehen, wie die Folgeinstanz das jetzt bewertet. Für jetzt ist es so, Shoyoka hat diesen Prozess gewonnen, ja, Verfügungsantrag zurückgewiesen mit der entsprechenden Rechtsfolge. Gut, soweit und weiter im alten Video. Ja. Jetzt natürlich die Frage der Fragen. Wie geht's weiter? Halte ich die Entscheidung für richtig? Ich halte die Entscheidung, man kann das sicherlich so vertreten. Für mich hat es aber verschiedene Probleme, wenn man das jetzt wirklich so folgen würde. Wir können uns auch mal jetzt angucken, die Auffassung hier. Ja, Kuchen.tv hat zugegeben oder gibt zu, dass er Rechtsextreme unterstützt. Im Zusammenhang mit anderen Aussagen, die kürzlich etwa in Frankfurt verboten wurden. Ja, Hatefluencer und solche Sachen. Da weiß ich nicht, ob das jetzt dann immer dasselbe Maß ist. Ja, das ändert nichts daran, wenn Shoyoka hier gewinnt, gewinnt sie da und ist es auch okay. Aber man muss es halt trotzdem auch irgendwie sachlich einordnen. Und ich finde, das gehört auch dazu, dass eben vor manchen Gerichten manche Aussagen verboten werden und vor anderen dann eben nicht. Ja, das ist schon wichtig. Das ist natürlich auch wichtig für künftige Gerichtswahl und sowas. Ja, da muss man schon sehr genau hinschauen. Ja? Hamburg ja auch zum Beispiel eine sehr, sehr strenge äußerungsrechtliche Kammer. Ja, wir erinnern uns an die Verfahren Lindemann und so weiter. Ist ja viel über Hamburg gelaufen. Und die haben schon eine strenge Auffassung. Ja, Frankfurt aus meiner Sicht noch ein bisschen strenger. Aber ja, man sieht hier in Braunschweig eben eine solche Aussage. Es kann ja jeder für sich selbst beurteilen, ob jetzt eine Aussage schlimmer ist, Hatefluencer, oder ob eine Aussage schlimmer ist, unterstützt Rechte. Ja, finanziell. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Für andere ist der Hatefluencer-Begriff vielleicht auch schlimmer als das andere. Ja. Für mich ist halt immer so, wenn du in so eine extrem politische Richtung gesteckt wirst, das sind immer Sachen, das finde ich dann heikel. Ja, das andere sind so Sachen, das geht so in den Bereich einer Schmähung vielleicht. Wie gesagt, aber diese Hatefluencer-Thematik hatte Kuchen.tv auch nicht gesagt. Ja, es war nicht seine Sache. Also, kann man so sehen, wie Landgericht Braunschweig, muss man aber nicht. Dass man es so sehen kann, sieht man daran, dass sie es so gesehen haben. Gell? Da mache ich es mir natürlich schön einfach. Für mich nicht nachvollziehbar. Ich hätte es wohl anders entschieden. Aber ich bin ja hier zum Glück auch nicht der Richter. Wie ging es für mich nach dem Termin weiter? Die Frage der Fragen. Sind wir gegenüber des Gerichts noch essen gegangen? Ich und Tim Held? Nein. Was? Was? Nein. Ich kann das nicht mehr. Denn wir mussten noch um einige Ecken gehen und sind dann dort essen gegangen. Und das war sehr schön und es hat auch sehr gut geschmeckt. Vielen Dank. Ja, und dort ist mir dann natürlich auch noch was übergeben worden, was ich hier für mein Video brauchte. Ja, dass ich auch weiß, was ich hier sagen kann und muss. Ja, also so war das. Das war ein Witz, ne? Und danach bin ich dann im Regen zu meinem Auto gelaufen. Und bin auch wieder nach Hause gefahren. Es war ein sehr interessanter und cooler Tag in Braunschweig. Ja. Und sehr nette Leute. Ja, viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Braunschweig, vielleicht komme ich wieder. Ja. Also, so war das. So die Rechtsauffassung Landgericht Braunschweig. Wir haben es geklärt. Fragen? Schreibt es gern in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und Boostanks bye.